Einen wunderschönen guten Mittag, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte euch heute zum einen mal zeigen, was wir Karl zu Ostern schenken, also das, was schon hier ist. Und zum anderen waren wir so noch ein bisschen einkaufen heute. Und ja, da gibt es einen kleinen Haul von verschiedensten Läden. Aber wir fangen erstmal mit Ostern an. Ich glaube, das Erste, was schon länger da ist, ist diese Box hier. Die gab es mal bei Lidl. Das ist auch schon ein Stückchen her. Also jetzt gibt es sie, glaube ich, nicht mehr. Das sind so Holzmagnete, so Zahlen. Und da sind so Zahlen und so, so Zeichen, hier so Rechenzeichen und sowas drin. Und er kann die Zahlen eigentlich schon ziemlich gut. Wir können zum Beispiel auch mit dem Uno spielen und so. Das funktioniert alles. Ich dachte, wenn er da irgendwie noch was Cooles zum Spielen hat, dann ja, prägt er sich die vermutlich noch besser ein. Und das ist halt einfach, ich weiß nicht, ich fand das cool. Ich muss mal gucken, also ist jetzt noch zu, ich weiß selber nicht, ob man die vielleicht irgendwie so an die Heizung oder sowas machen kann, oder sein Bett hat auch eine große Fläche so aus magnetischem Metall, wo man das auch schön reinmachen könnte. Also er braucht jetzt nicht zwangsläufig so eine Tafel, ich weiß auch nicht, ob in dem Deckel hier vielleicht noch so eine Tafel ist. Genau, das war das Erste. Dann haben wir heute bei Thalia ein Buch vorbestellt, was ich morgen wahrscheinlich abholen kann. Da blende ich euch jetzt hier mal das Buchcover ein. Er hat ja ein neues Bücherregal vor ein paar Tagen, Wochen, was auch immer bekommen. Und da wollten wir jetzt ein paar Bücher also aufstocken, weil wir auch einige aussortiert haben, für die er zu alt ist. Genau. Dann habe ich hier diese wunderschöne Box mit Tieren. Das wird praktisch so das Osternest, aber danach ist es halt einfach eine coole Schatztruhe. Ich wollte jetzt mal gucken, also das hier passt auf jeden Fall hier rein, wenn es jetzt so offen steht. Ja, das ist praktisch das Osternest, was wir irgendwo verstecken. Und da kommt dann Ostergras rein. Das ist glitzerndes Ostergras, finde ich mega cool. Und das fliegt auch nicht so rum wie dieses andere, was dieses normale auf Papier, das immer dann in 1000 kleinen Krümeln, ich glaube, das kann man gut wiederverwenden. Das stopfe ich da rein, dann kommt in schön verpackt dieses Zahlenset da rein, noch irgendwie Eier. Mir fällt gerade auf, wir haben Eierfärbedingens vergessen zu kaufen, aber das kann ich morgen noch machen. Genau, irgendwie ein, zwei Eier und noch ein paar Süßigkeiten. Und dann das Buch stellen wir daneben. Und dann bekommt er von Tims Eltern das Buch hier. Das haben wir heute mal geholt. Das müssen wir denen dann irgendwie zukommen lassen oder sowas. So, dann haben wir noch ein bisschen Geschenkpapier. Das hier fand ich echt schön. Das hier ist so ein Kindergeschenkpapier. Also ich glaube, wir haben bis jetzt noch niemals Kindergeschenkpapier besessen. Also, oder vielleicht habe ich es wieder vergessen, aber ich habe die Sachen von Karl immer normal verpackt. Ich glaube, ihm ist es auch ziemlich egal, worin es verpackt ist. Genau, das hier fand ich noch schön. Und das hier, ja, spiegelt. Das ist vor allem so eine richtig dicke Rolle. Die ist auch viel schwerer und war auch ein bisschen teurer. Aber ja, genau. Nee, das war es schon mal aus der Tüte. Das war so der erste Einkauf. Wir haben dann noch eine Topfpflanze gekauft für meine Oma zur Geburtstagsparty. Die ist aber jetzt noch eingepackt. Die kann ich euch also gerade nicht zeigen. Genau, was haben wir noch? Ich zeige euch jetzt erstmal hier drüben. Wir waren dann noch bei New Yorker. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob die Handyhüllen haben, weil die hatten manchmal schöne, aber die hatten immer noch dieselben wie als das letzte Mal und als ich das vorletzte Mal da war. Und bei H&M, da waren schöne, aber nicht so schön, dass ich sie mitgenommen habe. Allerdings habe ich mir bei New Yorker einen Pullover gekauft. Jetzt nichts Besonderes, aber ich liebe immer noch diesen Batik-Style und ja, fand den halt schön. Und für Tim habe ich ein T-Shirt ausgesucht. Ist das jetzt richtig rum? Genau. Ich wollte erst gucken, ob es das so eine XS oder 2XS oder so gibt für mich. Aber gab es nicht. Und beziehungsweise die kleinste Größe war trotzdem noch zu groß. Also dass es immer noch mega oversized gewesen wäre. Also genau. So, dann waren wir bei H&M und haben eine Sache gekauft. Ein T-Shirt für Karl. Ja, fand ich eigentlich ganz süß. Hier klebt noch so ein Aufkleber drauf. Genau, und dann waren wir bei Primark. Das war eigentlich der Hauptteil. Und haben ein paar T-Shirts gekauft für Karl. Einfach, ja,
relativ schlichte Sachen. Es gab recht viel Schönes. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Sommerkollektion ist. Aber falls nochmal eine Sommerkollektion rauskommt, gehe ich vermutlich nochmal dahin. Das hier sind Sneaker-Socken, einfach nur so farbig, nicht irgendwie mit einem Muster oder so. Ich muss mal, also irgendwie Sortierung, nicht so ganz am Start. Den habe ich aus einem bestimmten Grund gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das euch jetzt schon erzählen kann. Wir haben nachher noch was zu erzählen und da schneide ich dann rein, warum ich den hier gekauft habe. Dann habe ich mir eine schwarze Leggings gekauft, einfach nur so eine Leggings halt. Dann sind es hier so Waschlappen, solche großen, quadratischen, also nicht so Handschuhwaschlappen, sondern so ganz normale halt. Da wollte ich mal ein paar neue holen, da gibt es auch gleich noch mehr. Dann haben wir hier nochmal Sneakersocken für Karl. Ich denke, jetzt müsste er auch genug haben. Noch ein T-Shirt. Ein kurzes Hosenset. Hosen habe ich noch nicht so viele gekauft, weil ich jetzt auch noch nicht einschätzen kann, wie sein Körperumfang sozusagen bis zum Sommer wächst. Also die Länge von den Hosen und so, das wird im Sommer passen, das weiß ich, weil ich weiß, was er jetzt für eine Größe hat und wie er aktuell auch wächst. Aber es kann sein, dass er dann nochmal irgendwie andere braucht. Genau, dann habe ich, das hängt hier erstmal noch dran, Moment, das T-Shirt noch, das war auch scheinbar reduziert, sehe ich gerade. Hier habe ich noch so eine schickere Hose, aber wie gesagt, das war es, glaube ich. Ah ne, hier ist noch eine, aber die ist auch relativ groß. Das hier ist eine Sporthose, glaube ich. Dazu habe ich auch das T-Shirt. Hier. Genau, das habe ich so als Set. Ja, dann halt noch das T-Shirt. Ist auch recht schlicht. Und das T-Shirt. Ja, was haben wir noch? Ich muss jetzt mal hier aufpassen. Noch ein Hemd. Ich stehe ja so auf Hawaii-Hemden bei Karl. Hier sind noch Waschlappen. Dann habe ich hier noch Schlafanzüge. Die sind jetzt nicht so die allerschönsten, ich weiß. Also, beziehungsweise für, ich finde die jetzt nicht so mega, mega krass schön, aber in Ordnung. Karl findet Minions cool und wenn wir dort gewesen, hätte er sich den Safe auch selber ausgesucht. Ich habe deswegen, ich packe den jetzt auch gleich mal aus. Ich habe doch hoffentlich die richtige Größe, ja. Ich habe deswegen, also die Auswahl an Schlafanzügen war jetzt nicht so riesig und von allen haben mir die hier dann noch am allerbesten gefallen. Aber ich werde nochmal welche online bestellen. Ich hatte schon mal bei H&M geguckt. Ja, also die Hose finde ich richtig schön. Und das hier sind halt Minions und ja. Na. Genau, ich hatte schon mal online bei H&M geguckt. Ich hatte jetzt allerdings nicht irgendwie wieder eine größere H&M-Bestellung oder sowas. Deswegen hatte ich da jetzt noch keine bestellt. Aber jetzt, ich wollte auch in Primark erstmal gucken, halt vor Ort, die Sachen auch in die Hand nehmen und so weiter. Aber habe jetzt gesehen, dass ich die scheinbar bei H&M hole und dann irgendwann halt mal online bestelle, genau. So, dann haben wir hier noch Adiletten. Da schneide ich den Gummi auch wieder ab. Er kann ihn nämlich gut so tragen. Er hat jetzt für diesen Sommer hat er Flipflops so, aber ich weiß, dass er auf Adiletten halt auch steht und ich finde die auch mega cool, wenn er die anhat. Das ist einfach total süß. Und er hat auch hier von auch schon ein T-Shirt, wo das Vieh auch drauf ist und das findet er auch total cool, wieso auch immer. Er das so besonders gerne mag, aber ja. So, dann habe ich für mich noch eine kurze Hose für den Sommer und hier sind noch Waschlappen. Und dann habe ich hier noch was in dem Beutel, was ich auch erst nachher reinschneiden kann. Genau, ich glaube, das war's. Jetzt drehen wir die Zeit mal ein bisschen vor und Tim wird gleich bei mir sein und dann können wir euch erzählen, was wir euch erzählen wollten. Und ja, danach schneide ich noch die paar Sachen rein, die ich euch jetzt nicht zeigen konnte. Und dann, ja, ein paar Stunden später, wie gesagt, wir sind jetzt in der Zukunft. Was?
Ich habe vorhin schon anmoderiert, als ich die Sachen gezeigt habe, die wir gekauft haben. Wir wollten noch erwähnen, dass wir tatsächlich dieses Jahr heiraten werden. Ist noch ein bisschen hin, aber auch nicht mehr so lange. na, ein paar Monate. Genau. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr ein Video gedreht, ziemlich direkt nachdem wir uns verlobt hatten. So circa 2 Stunden danach oder so. Ja, genau. Und hatten, glaube ich, dann nie wieder irgendwas dazu gesagt. Und das steht schon ziemlich lange fest mit der Hochzeit. Wie sehe ich aus? Wie sagst du mir das nicht? Ich überlege gerade, ob ich gemein bin oder schleimig. Ich lasse es ja, das steht schon ziemlich lange fest. Und wir sind jetzt so mitten in der Planung. ja. Auch schon recht weit. Ja, ohne Stress. Wir sind echt da Naturtalente. Genau. Machen uns halt einfach keinen Stress. Ja, aber wir haben auch extrem viel Zeit. Ich würde sagen, wir haben zwar auch keinen Grund dazu, aber wir machen Wir uns haben einfach viel keinen Stress. Zeit. Wir haben nicht jetzt so tausend unglaublich aufwendige Sachen zu organisieren. Also wir wollen nicht irgendwie so echte Tauben oder sowas. Und das wollten wir eigentlich erzählen. Das ist richtig unglamourös gerade, ne? Dafür, dass wir Einfach mal erzählen. so random mittendrin. Ja, Kann man mal machen. dementsprechend werden wir vielleicht demnächst, wenn irgendwas anfällt, wir irgendwie Sachen kaufen, Deko oder sowas, das vielleicht ab und zu mal in einem Vlog irgendwie mit erwähnen. Zum Beispiel jetzt in diesem Hall, da schneide ich gleich wieder zurück hin, haben wir heute auch schon was für gekauft, die allererste Deko überhaupt. Genau. Und ja, willst du noch irgendwas dazu sagen? Du sitzt nur zur Deko hier, ne? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir das richtig überlegt habe, alles. Ach so, okay. Muss wohl. Du kommst jetzt nicht mehr da raus. Naja, also noch. Wir sehen uns später. Ja, geh mal deine Brötchen schmieren. Ja, dann würde ich sagen, schneide ich jetzt zurück in die Vergangenheit und noch viel Spaß mit dem Video. Und zwar kann ich jetzt endlich auflösen, warum ich diesen Blumenkranz gekauft habe. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie meine Frisur zur Hochzeit sein soll. Und ich möchte gerne einen Blumenkranz. Ich weiß noch nicht, ob mit frischen Blumen oder mit Trockenblumen, aber ich hätte halt gerne so einen Blumenkranz. Und ich habe einen Monat vorher ungefähr einen Termin beim Friseur zum Probestecken, wo dann auch mit halt so einem Blumenkranz, der einfach nur probemäßig sozusagen da ist, das Ganze mal gemacht wird, dass ich sehen kann. Und da lasse ich mir dann den hier mit einer, der ist ja variabel von der Größe her, lasse ich mir den dann da reinmachen. Und weil wenn ich mir einen aus frischen Blumen machen lasse, dann habe ich den da ja noch nicht. Und wenn ich einen aus Trockenblumen mir machen lasse, dann möchte ich nicht, dass er beim Probestecken vielleicht irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Genau. Und zwar haben wir bei Primark in der reduzierten Deko-Ecke 8 solche Gläser gekauft. Die waren, also ein Glas 1 Euro, die haben ursprünglich mal 4 Euro gekostet. Und ich finde die mega, mega schön. Das sind hier alles so Naturmaterialien. Und zwar wird das unsere, also ein Teil von unserer Hochzeitsdeko. Wir haben dazu ja, glaube ich, noch gar nichts erzählt. Also wir machen so eine Hippie-Garten-Party im Motto so Flower Power. Alles so natürliche Töne, natürliche Farben, aber auch ein bisschen halt bunt. Hoffentlich ganz viele frische Blumen. Ja, ganz viele Lichterketten und kein Weiß hoffentlich, kein Gold, nichts fein und nichts schick. Ich glaube, das Schickeste wird noch die Hochzeitstorte, die dann irgendwie da steht und krass aussieht. Ansonsten soll das wirklich richtig schön in so eine gemütliche, entspannte Sommergartenparty werden. Und da fand ich das hier sehr, sehr passend. Hier sind oben so Korken, da könnte man halt ein Loch reinmachen und dann könnte man da eine Kerze reinstecken und dann so das Wachs runterlaufen lassen oder man macht halt, keine Ahnung, man macht den Korken raus und stopft die Kerze so da rein oder man macht halt gar nichts mit der Kerze, sondern stellt es einfach nur so hin oder wickelt da irgendwo noch, keine Ahnung, eine Lichterkette rum. Ich fand es auf jeden Fall cool und wir haben halt wirklich, also ich könnte jetzt alle hier rausholen, wir haben jetzt hier wirklich 8 solche Gläser. Wir hätten auch noch mehr mitnehmen können. Soll ich euch jetzt wirklich jedes Glas zeigen, dass die sind alle umgefallen, dass ihr mir glaubt, dass es 8 Stück sind.
Ja, ich glaube, der Typ, der da war, und der hat gerade diese reduzierten Abteilungen da umgeräumt. Ich glaube, der fand es lustig, dass wir einfach so viel davon mitgenommen haben. Ich finde die, wie gesagt, total schön. Und ja, stehen hier 8 Gläser neben mir. Ich muss die mal irgendwie... Ich glaube, ich lege die jetzt in den Beutel. Und wir... Es ist ja noch ein Stückchen hin, ne? Das ist jetzt, glaube ich, die allererste Deko, die wir überhaupt für die Hochzeit gekauft haben. Und wir werden eh da irgendwie so ein Lager irgendwo anlegen müssen. Und dann alles da sammeln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Mal sehen, ob es irgendwie noch einen Vlog gibt, wo wir Ostereier färben. Oder ob wir euch über Ostern mal mitnehmen und dann die gefärbten Eier zeigen. Ich habe da richtig viel Spaß dran. Ich bin da wirklich jedes Mal... Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Jahr vielleicht gevloggt habe, als wir Eier gefärbt haben. Aber ich glaube, ich habe letztes Jahr ein Video von Ostern gedreht. Oder... Nee, vorletztes Jahr. Krass, da war ja Karl noch mal viel jünger. Da habe ich, glaube ich, was gedreht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ist schon ein Stückchen her. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das letzte Video ist wie immer unten drunter verlinkt. Und ja, lasst auch gerne noch einen netten Kommentar da. Und ja, bis zum nächsten Video.